gut, aber das ist eine andere Geschichte. Aha. Würde ich sagen. Also du definierst Heiligen Krieg jetzt schon mehr als äußeres Faktor? Ja, sicherlich. Ziemlich deutlich. Weil, wie gesagt, wir leben hier relativ ruhig, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und wir brauchen solche Leute, die hier alles durcheinander bringen und unschuldige Kinder und unschuldige Frauen und unschuldige Menschen überhaupt in Tod reisen. So was brauchen wir hier nicht. Das ist zerstörerisches Chaos, ne? Was du meinst, das brauchen wir nicht. Ja, definitiv. Bin ich auch der Meinung. Was hältst du von einem kreativen Chaos? Ohne jemanden zu schaden? Von eingefahrenen Strukturen im Kopf mal loszulösen, um anders vielleicht zu sicherlich, man kann Neues probieren, aber das muss alles im Rahmen bleiben und auch im Gesetz bleiben, also sprich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt hier mit Zelten hingesetzt. Ja, also ich habe jetzt hier, ist es wie gesagt, bitte als Kunstprojekt zu verstehen und nicht als provokative, ich will wie gesagt niemandem wehtun. Ja. Ich hoffe, das kommt auch rüber. Ich sage, so lange wie der Protest so bleibt und die Bauarbeiten nicht behindert werden und vor allen Dingen auch keine Bagger kaputt gemacht werden, keine Fundamente zerstört werden, wo ich sage, wofür ich demonstriert das hoffe ich, dann ist das okay. Dazu rufe ich persönlich ja auch auf. Ich meine, wenn jetzt irgendein Idiot da wirklich was machen würde, dann kann ich da ja auch nichts gegen tun. Ich kann dazu sagen, okay, wir können hier ein Zeichen setzen mit Zelten und unseren Spaß haben und zum Beispiel lecker kochen. Ich bin gerade dabei, wieder Reissalat vorzubereiten. Ich befürchte bloß trotzdem, dass irgendwelche Idioten vielleicht an der Bau... Entschuldigung, Idiotenjungs, aber irgendwelche Leute halt das kaputt machen könnten, alles image-technisch. Ja, die wird es immer geben, solche Chaoten. Ich sag auch, es gibt immer zwei Seiten. Ne? Es gibt die Seiten, die friedlich demonstrieren und dann gibt es immer die auch mit Gewalt sehen. Was aus Gewalttätern geworden ist, wissen wir mit Herrn Fischer und Herrn Schilly. Ne? Berüchtigten Steinigmeiser. Ein Steinigmeiser auf deutsche Polizisten ist Außenminister geworden. Sowas ist halt auch möglich. Ja, ich habe ja 89 in Leipzig mitgemacht als Kind. Ich habe ja die Energien auch gespürt, was damals passiert ist. Da können wir uns die Hand reichen, ja. Gerne. Das war nicht ist sowas nochmal denkbar bezüglich eines Umdenken im Gegensatz des zerstörerischen Kapitalismus, wie es gerade stattfindet, bezüglich Klimawandel? In gewisser Weise will ich da nicht unbedingt Nein sagen. Mhm. Wobei, wie gesagt, ich meine jetzt im reinen Lebensprinzip, in Anführungszeichen zu sehen ist. Im reinen Lebensprinzip. Ich meine, wir haben ja schon einiges ausprobiert. Wir hatten Monarchie, dann hatten wir Faschismus, dann hatten wir einen Kommunismus, einen Sozialismus beziehungsweise und jetzt haben wir einen Kapitalismus. Kommunismus haben wir nie gehabt. Den wahren Kommunismus, den Marx meinte. Ja, den haben wir nie gehabt. Wir haben den Sozialismus gehabt. Aha. Aber das ist ja auch das Problem der Menschheit, dass die Menschheit immer nicht auf ihr Wohlwollen hinaus ist, das der Allgemeinheit, sondern dass sich immer ein paar herauskristallisieren müssen. Das ist gleichzeitig die Schwäche auch der Menschen. Leider. Bisher gewesen. Wie kannst du dir das vorstellen, wenn du sagst, wir hatten den Kommunismus? Findet der rein materiell statt und vielleicht auch auf anderen Ebenen? Der Kapitalismus. Der Kommunismus, den vielleicht Karl Marx meinte. Also wir gehen davon aus, dass es auf jeden Fall freiwillig ist und nicht aufgedrückt vom Staat, wie es früher war. Es ist sicherlich eine schwierige Geschichte, die ganze Sache. Aber ich würde sagen, na gut. Ich möchte dich auf jeden Fall einladen, an der neuen Welt mitzuforschen. No? Wie gesagt, das Paradiesexperiment ist ein Spaßlabor der Gesellschaft, trotzdem mit dem Sinn dann vielleicht doch irgendwie zu überleben die nächste Zeit und vielleicht auch länger auf der Erde bleiben zu dürfen. Ja gut, das liegt an der Menschheit selber. Wir waren ja schon mehrmals kurz vor der Katastrophe. Ne? Und, aber da scheint es ja doch dann anscheinend einen Willen zu geben, dass es nicht so ist. Also, dass man ja, das ist ja, und da schließt sich der Kreislauf, wir sind wieder bei der Schwäche des Menschen, dass eben die Stuhlköpfe auch bereit sind, sehr vieles zu opfern. Das hat man in Deutschland sehr deutlich an der Kuba-Krise festgestellt. Ja. Das hat man, Gott sei Dank, 1989 gab es ein paar kluge Köpfe, die den Befehl von Honecker widerrufen haben. Honecker hat ja definitiv den Machtbefehl erteilt. Das ist eine Art Ungehorsam, ja? War das damals? Da, an manchen Stellen, an richtigen Stellen. Es wäre zum Bürgerkrieg gekommen. Es hätte linientreue Armeeeinheiten gegeben. Es hätte aber genauso genügend Offiziere. Das hat auch das Dritte Reich ganz deutlich gezeigt. Ne? Aber ich glaube, jetzt kommen wir zu sehr aus den Erfahrungen könnte man ja auch ziehen. Ne? Ja, ich weiß, es interessiert mich halt trotzdem. Ich bedanke mich auf jeden Fall und wünsche dir, auch wenn du jetzt vielleicht mir gegenüber stehst, noch ein schönes Leben. No?